Hallo Freunde, willkommen auf YouTube und ich zeige euch das jetzt, was sie da abspielen tut auf ETS. Schaut euch das einmal an, was die zwei Habakuk da aufführen. Mit den einen. Der möchte ganz normal fahren, so wie mir auch, ja. Und dann hast du solche Arschlöcher, solche zwei Arschlöcher, und die nenne ich jetzt bewusst Arschlöcher, ja. Was dann sowas fabrizieren, ja. Und da den Winkel, ich kann den Namen jetzt nicht gescheit lesen, weil die da in der. Wie heißt der? Wupperwinkel. Wupperwinkel, ja, was die mit den da anstellen. Ja. Ist denn das wirklich notwendig, Freunde? Muss das wirklich sein? Und deshalb können wir auch jetzt nicht losfahren, weil wir wären die Nächsten, die dann dran wären. Ja, ich wollte euch nur kurz einmal, ja, ich werde die Aufnahme gleich wieder beenden, ich wollte euch das kurz noch einmal zeigen, ja, was es für Arschlöcher doch gibt auf dem Multiplayer, ja. Und das ist nämlich genau das Ding, was ich vorher angesprochen habe, warum der Multiplayer irgendwann einmal komplett aus sein wird, ja. Und der wird sich ausdenken, wenn mir das jetzt nur zwei, drei Mal passiert, dann spiele ich kein Multiplayer, haben wir die Promo da rein und habe meine heilige Ruhe. Ja. Und das ist echt traurig. Solche, schaut euch die Arschlöcher an, was die machen. Es ist wirklich nicht mehr normal. Und das ist der eine, der auch eben den Stefan abgeschossen hat. Ja. Beide. Ja, oder beide. Einer vor mir, einer hinter mir. Ja. Ja, aber es ist kein Admin da, kann man melden, wenn man will, passiert ja nichts. Ja, das ist das Traurige an der Sache. So, jetzt möchte der wieder wegfahren und schaut, was der macht. Und pam, jawoll. Es ist wirklich traurig. Warte, ich muss mich bewegen, sonst fliege ich raus. Ja. Haben wir schon bewegt? Was jetzt noch? Okay, Freunde, ich hab's gesehen, was da los ist. Ja, ich beende jetzt wieder die Aufnahme. Das ist nur ein kurzes Zwischeninfo für euch. Bis dann. Ciao, ciao, derweil.